Mit Plörbräu ist der Tag im Arsch. Ja, die Sonne geht unter. Plörbräu kommt hoch. Ah, guten Tag, Herr Kaiser. Na, was macht die Schadensregelung? Na, ja, und wo bleibt mein Geld? Naja, macht ja nichts. Auf Wiedersehen, Herr Kaiser. Bis zum nächsten Mal. Ja, morgen könnte auch schon bei Ihnen sein. Herr Kaiser von der Hamburg-Alzheimer. Du bist in meinem Karpfenteich der letzte Hecht. Bei deinem Anblick wird mir schon von Weitem schlecht. Zum Glück gibt es das Ding, das dich durchsiebt. Merci, dass es das gibt. Meine Damen und Herren, wir von der Firma Schenkel haben uns etwas überlegt. Bisher konnten wir Sie mit einem 3-Kilo-Paket Waschpulver erfreuen. Jetzt bietet Ihnen die Firma Schenkel 2 3-Kilo-Pakete Waschpulver zum Kauf an. Denn an einem 3-Kilo-Paket verdienen wir uns nur dumm. An zweien jedoch dumm und dämlich. Guten Abend. Ich habe gerade gemerkt, wenn Sie ein Buch kaufen wollen, Sie gehen in eine Bücherei und möchten gerne ein Buch kaufen, von wem auch immer, dann werden Sie merken, dass die Buchhändler immer wieder versuchen, Ihnen irgendein Buch mit Gewalt anzudrehen. Also es macht sich eine Brutalisierung der Bücherwerbung breit. Die Buchhändler sagen zum Beispiel, Sie kaufen Günter Grass, sonst setzt es was. Oder Sie kaufen Hermann Hesse, sonst geht's was in die Fresse. Oder du kaufst mir jetzt den Simmel ab, sonst schneide ich dir ins Ohrläppchen.